Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim Abendempfang hier des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und in Kooperation der Messe Berlin. Freuen Sie sich mit mir auf zwei Menschen, die natürlich quasi als Schirmherren agieren und die dafür sorgen, dass es heute definitiv auch bei jedem ankommt. Das ist eine Herzenssache, die ja in allen Ebenen dieses Ministerium angekommen ist. Freuen sich quasi auf die Schirmherrin und da begrüße ich in erster Linie Frau Bundesministerin Ilse Aigner hier bei uns auf der Bühne. Und auf der anderen Seite natürlich den Präsidenten der Bundesanstalt hier für Landwirtschaft und Ernährung, Herr Dr. Hans-Christoph. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Die Frage ist natürlich, wo sehen Sie als Ministerin in diesem Bereich die Herausforderung zurzeit auch im ländlichen Raum? Ja, die Herausforderung ist, dass man beides verbinden kann, nicht nur wohnen, sondern auch, dass die Menschen im Land, auf dem Land leben können. Und dazu gibt es eine große Grundlage, das sind natürlich die landwirtschaftlichen Strukturen. Aber nicht nur die landwirtschaftlichen Strukturen sind das Entscheidende, sie sind der Grundboden, sondern alles, was sich darum herum auch sozusagen ausbreitet. Da gibt es viele Herausforderungen, besonders in Regionen, die von Abwanderung betroffen sind. Da sind die größten Herausforderungen. Wie kann ich diese ländlichen Regionen so entwickeln, dass die Menschen eben nicht weggehen, nicht in die Städte ziehen, sondern auf dem Land bleiben und vielleicht auch ihre Kreativität positiv dafür einsetzen, dass viele weitere ihrem Beispiel folgen. Da freuen wir uns natürlich gerade hier von der Deutschen Vernetzungsstelle, die eben solche Projekte zum Beispiel dort betreut, sehr. Dankeschön erstmal für die Antworten, Frau Aigner. Wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren. Es geht um einen Wettbewerb. Wir haben es hier schon gesagt, gemeinsam stark sein. Herr Dr. Aigner, und zwar möchte ich natürlich von Ihnen wissen, Sie sind quasi der Schirmherr. Die Quintessenz solcher Erfahrungen, die man auch in diesen Projekten sozusagen mitnimmt, wie stellt sich das für Sie dar? Also die Teilnehmer an dem Wettbewerb, die haben all das gemacht, von dem die Ministerin gesprochen hat. Sie haben sich zusammengetan und haben gemeinsam etwas nach vorne gebracht. Sie haben Projekte entwickelt und dazu stehen sie. Und bottom-up auf Neudeutsch, würde man sagen. Und sie haben was anderes getan. Sie haben sich nicht nur auf ihren Kirchturm beschränkt, sondern sie haben von Kirchturm zu Kirchturm geschaut. Diese Kooperation von Gemeinden über Gemeindegrenzen hinweg ist auch sehr wichtig. Kooperation und Integration, das und Engagement, das ist das, was die Regionen voranbringen kann. Ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich Ihnen gerne das Wort nochmal ganz allein erteilen, Frau Aigner. Und rollen wir sozusagen den Wertschätzungsteppich für diese Menschen aus. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an Sie alle. Sie sind jetzt vielleicht auch gespannt, wer aus dem Wettbewerb siegreich hervorgegangen ist. Dass sie sich begegnen können, ist mir auch ganz wichtig, dass eben die zentrale Vernetzungsstelle, die deutsche Vernetzungsstelle ländlicher Raum hier die Menschen zusammenbringt und das Wissen auch austauscht. Deshalb auch hier ein herzlicher Dank dafür. Und nicht zuletzt möchte ich mich auch bei der Beteiligung der Bundesländer ganz herzlich bedanken, die sich auch an dem Wettbewerb sehr intensiv eingebracht haben. Der dritte Platz geht an das Projekt Errichtung des sozioökonomischen Zentrums in Eldingen, mitten im Alpen. Wo sind die Eldinger? Kommen Sie rein. Da soll ich. Ne? Ja, ja. Mitten im Ortskern, oder in dem alten Ortskern von Eldingen, ist ein neues Zentrum des Dorflebens entstanden. Eine Arztpraxis, ein Bistro, Bankautomaten und vor allem Räume für Freizeitaktivitäten für Jung und für Alt. Und damit leistet das SÖZ einen wesentlichen Beitrag zur Belebung des Dorfes und zur Attraktivität der Gemeinde, gerade auch für junge Menschen. Und ich freue mich, Ihnen jetzt den Preis übergeben zu dürfen. Der Chef, so. Und wer kriegt den Korb? Den die Schwachen. Und die Blumen, ein paar Blumen für die Dame. Die Blumen für die Dame. Herzlichen so, einen großen Applaus. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zum zweiten Platz. Zusammenarbeit von Jung und Alt, das ist wichtig, wenn wir lebenswerte ländliche Räume sichern wollen. Der Generationenpark Schmidtheim
leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. Während Oma und Opa im Bachlauf Wasser treten und Kneippfelder nutzen können, können die Enkelkinder im Sandkasten oder in der Matschkuhle spielen. Aber auch Jugendliche können sich mit ihren Freunden zum Grillen im Pavillon treffen oder Kleinkunst auf der Waldbühne anschauen. Besonders lobenswert ist, der Generationenpark wird ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer betrieben. So beleben Bürgerinnen und Bürger, die jetzt gerade kommen, ihr Dorf, indem sie einfach nicht zuschauen, sondern anpacken. Und heute können sie ja wirklich die Früchte ihrer ehrenamtlichen Arbeit auch ernten. Wer übernimmt die Urkunde? So, danke schön. So, dann kriegen die Damen, jetzt müssen die Damen sich entscheiden, wer den Blumenstrauß kriegt. Sehr schön, und den Korb ist schon übergeben. Bravo! Ja, jetzt kommen wir zum Sieger oder zu den Siegern des Wettbewerbs. Gewonnen hat das Projekt Kumrin, die Hofschenke. Die kleine Kneipe im Dorf war schon immer ein behaglicher Begegnungsort und eine wichtige Voraussetzung für das Vereinsleben. Im Ort Ostwick im Sauerland fehlte es aber schon seit Längerem an so einer Dorfkneipe. Diese Lücke füllt nun seit einem guten Jahr das Kumrin. Hier können Jung und Alt im Dorf beieinander sitzen. Stolze 44 Wirtinnen und Wirte wechseln sich mit der Kneipe ab und das sind auch alles ehrenamtliche Wirtinnen und Wirte. Besonders zu erwähnen ist das Engagement des Bürgers Karl Ferdinand von Lünnig. Er hat mit privaten Mitteln den Ausbau des Kumrin vorfinanziert und die Räumlichkeiten an den Heimat- und Förderverein Ostwick verpachtet. Das ist eine Belebung des Dorfes, die ihresgleichen sucht. Ich gratuliere ganz herzlich dem ersten Preis. Kumrin. Kumrin. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Wer übernimmt die Urkunde? Die nehmen Sie. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Und die Blumen kriegt die Dame. Sie haben nur eine Dame. Ja, bravo. Und jetzt noch mal alle, oder? So, ich würde mal sagen, ein ganz wunderschönes Bild. Zusammen, gemeinsam stark sein und gemeinsam lächeln ist, glaube ich, ein guter Weg dahin. Also, ich hoffe, wir können das Lächeln an Sie weitergeben. Schön, dass Sie da sind. Uns einen schönen Abend. Dankeschön.